Hallo Freunde, willkommen zurück zu Reforged Eden. Ich bin auf unserem White Desert ein Stückchen weitergeflogen. Ich habe den Spaceport entdeckt. Das dürfte die letzte Poi auf dem Planeten sein, die wir noch nicht gesehen haben. Ich bin relativ rum. Ich habe alles aufgedeckt. Was ist denn jetzt los? Bremst doch bitte mal. Und entsprechend schauen wir uns die jetzt an, dann fliegen wir weiter. Ich denke nicht, dass wir noch viel finden werden. Hier gibt es auch sogenannte Floating Islands auf dem Planeten. Das sind, ja, wie es der Name schon sagt, schwebende Inseln. Da ist eigentlich nichts weiter los, außer dass da Massenblümchen drauf wachsen, zufällig ausgewürfelt. Die kann man ernten. Da gibt es dann halt einfach bekanntermaßen Ressourcen für, in Form von Essen oder Zutaten, um Essen zu kochen, sagen wir mal so rum. Kann man mitnehmen. Ist ganz nett. Ich habe jetzt da kein Video drüber gemacht. Das sind, weiß ich was, 20 Blumen oder so, die kann man ernten und gut ist. Die sind unbewaffnet, unbewacht. So, schauen wir uns mal den Spaceport hier an. Ich höre schon wieder massenweise Spinnen. Sieht auch aus, als wäre es eine etwas größere Poi. Hier geht es auch gleich runter in den Keller. Gucken, ob wir uns hier ebenirdisch auch noch irgendwie, da geht es auch wieder runter, bewegen können. Ich möchte natürlich erstmal gucken, was hier, hier geht es überall runter. Was hier so an der Oberfläche los ist, aber wie es ausschaut, ist hier nichts weiter außer Zugänge zu den Kellerräumlichkeiten. Das sieht mir nach einem Hangar aus. Das ist auch ein Hangar, der geht auch auf. Oh je, nee, da sind Spuckspinnen drin. Ich habe auch eine im Kreuz. Mehrere im Kreuz. Hier sind Schubdüsen, dass einem nicht zu kalt wird. Ja, ne? Da hängt eine Titan. Wer hätte es gedacht? Was ist denn hier oben? Ein Drop-Pod. Der ist geschlossen. Hier gibt es einen Hintereingang. Hier ist nichts weiter. Gehen wir nachher looten. Drüben ist ein Tower. Die Poi dürfte den Spinnen nach zu urteilen eine 6er Poi sein. Das ist für mich eigentlich ganz okay, wenn ich dann hier nicht überall hängen bliebe. Ich glaube, die kommen hier die Treppe hoch. Komme ich den gleich runter. So, hier ist zu, dann ziehen wir erstmal den Kern. Nervige Spinnen. So, hier ist erstmal alles befriedet. Wie
Hier geht's nicht offen. Hier geht's auch nicht offen. Sieht mir nach einer Umlade aus. Bisschen aneinander gestapelt, gespawnt hier drin. Duschen. Ich meine, das soll ein Spacebot sein. Wenn ich mir die Anzahl der Duschen und Umkleiden anschaue, sieht das für mich eher wie ein Militärbunker aus. Unbefriedigendes Essen. Warum ist denn Müsli unbefriedigendes Essen? Ich esse gerne Müsli. Verstehe, wer will. Das ist dann eine Reihe. So, Ruhe ist. Das ist Streifen und dann hat sich die Sache. Die Geschosse von diesen Spinnen sind ja doch sehr langsam. Fliegend. Kannst natürlich auch Spucker nennen. Noch eine. Was ich nicht verstehe, ist, warum ich paralysiert bin, der Jetpack nicht geht. Ich meine, der Jetpack ist eine Maschine. Der kann durch Gift nicht paralysiert werden. Aber sei es drum, es ist wie es ist. Das sind unter Umständen Räume auf der anderen Seite der Löcher. Der geht ja von alleine auf. Da fehlt mir ja die Starhawk. So, auch leer. Na, wo ist denn die zweite Spinne jetzt? Da ist er. Bisschen wie Tontauben schießen.
So, da vorne hat man noch zwei abgelegt. Auch einen Gang hoch. Was denn jetzt schon wieder? Irgendwer oder was spuckt? Ich sehe es noch nicht. Da oben bist du. Da ist zu. Da ist ein. Dann geht's jetzt gleich auf. Loch in der Decke. Ich höre auch einen Generator. Ah, hier hinten sind die Generatoren. Wie loot ich denn das Ding jetzt? Wieso hängt das denn das an der Decke fest? Ja, Zettler. Ist der Kern. Manchmal kann es so einfach sein. Aber Zufallsfund. Hab ich nicht mitgerechnet. ...34 Fleisch. Hat sich absolut rentiert. Zwei kleine Generatörchen. Ah, okay. Da sind wir zu Hause. Draußen grunzt auch noch irgendwie ein Skorpion rum. Oder irgendwas anderes Widerliches. Huch. So, da will ich nachher lang. Auf der Seite ist nichts mehr, ne? Doch, der Raum da. Noch die beiden Flügel hier erst landen. Das ist ja echt eine schöne übersichtliche Poi. Da weiß man, wo man lang gehen muss. Verläuft sich nicht. Für diejenigen, die natürlich keine Spinnen mögen, ist das wieder eine krasse Zumutung, das Teil hier. Vermute ich. Mich stört's nicht weiter. Es soll ja Leute geben, die so ihre Problemchen mit Spinnen haben. Kann ich aber auch verstehen. Oh, sehen tun die Dinger schon eklig. Obwohl die hier noch gehen, also die Spinnen in Elder Scrolls, die sind widerlicher. Thank you.
das? Ach, das waren die Treppen. Hehe. Macht nix. Das bis jetzt. Da waren wir schon. Konstruktoren. Mehr Verzierung. Mal ein Essen in die Fritsch packen. Unbefriedigendes Müsli. Nein, Müsli ist eine unbefriedigende Nahrung. Ich komme dann drüber weg. Das musst du mal dem Seitenbacher mal erzählen. Huch. Oh, wir haben irgendwas gefunden. Ein Bild oder so. Ein Biker-Poster. Das schauen wir gleich mal, ob wir das aufgehangen haben schon. Respektive, ob es noch hängt. Ich hatte da ja ein paar verloren, leider Gottes. Der Stockwerk hier in dem Untergeschoss dürfte man ziemlich durch sein. Das sind noch so ein paar Dosen. Da ist nichts Wildes mehr drin. So, oben hatten wir, glaube ich, noch einen Tower stehen. Ach komm, lad dein Jetpack auf, Freund. Da ist nichts drin. Dann hat man hier die Landungsschiffe. Das hier ist ziemlich ausgebrannt, da ist nicht mehr übrig viel von. Düsen, warum auch immer. Ah, da ist ein Loot-Container, juhu! Ich hab's ja schon vermisst. Also ich meine so einen vernünftigen, so einen Alien-Container. Ich wieder Blunder hier bei mir. Nee, das möchte ich gerne behalten.
So, was haben wir denn? Sehr schön, das kann man schreddern. Ist jetzt nicht überwältigend, aber ich nehme es gerne mit, vor allem gerade das Pentaxid. CPU-Erweiterung, meinetwegen. Das sind nur die Fenster nach draußen. Auf dem Dach war noch ein Dropship. Sehr ruiniert aus. Tower wollte ich noch schauen und dann haben wir Deepoy auch erfolgreich geplündert. Au. Da kommt gleich hinter Titan am Heli-Bus vorbei. Na, warten bis er ganz voll geladen ist, dann kommen wir da auch raus. Da unten ist wieder so eine doofe Spinne. Ja. Jetzt geht der Rucksack, der Raketenrucksack. Merkwürdig. Ah, die Lobby haben wir noch nicht gelootet. Essen. Vorratbausatz. Die kann man in der Theorie auch verkaufen, wenn man einen Händler findet. Irgendwo spuckt da wieder eine Spinne rum. Ich da jetzt noch mal schnell die Eingänge kontrollieren. Hier ist gelootet. Da haben wir zwei Kästchen übersehen, sei es drum. So, die Titan ist da drüben. Begeben wir uns da jetzt einfach mal hin. Gehen Sie direkt zur Titan, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 8000 Euro ein. Müssen wir eigentlich hier noch eine kleine Eingangstür machen? Hi! Orgel und Wogel stehen auch noch da. Reparieren. Generator können wir auch gleich anschießen. Wenn wir ein Loch finden. Wo ist denn da ein Loch? Wo bin ich denn hängen geblieben? Das sind die Götter. So. Du gehst zu. Danke. Krankenstation. So, den Biker, da hängt er. Ja, den Spanish, den müssen wir noch umhängen. Da gehört eigentlich noch das zweite Project Übenpost dahin. Der kann aber hier getrost hier rüber. Hier fehlen noch die Holo-Poster. Findet sich alles. Findet sich alles wieder. So, dann haben wir die Reforged-Kiste. Da sind halt auch meine Poster verschwunden, die hier drin waren, sei es drum. So, dann
Firearms. Nein, wollte ich nicht. Ich wollte in den Konstruktor in. Den Kram hier noch abwerfen. Brauchen wir alles nicht am Mann. So, Konstruktor. Dann nehmen wir den Dekonstruktor her. Den Kram können wir disassemblen. Wie das auf Neudeutsch heißt. Ich sage ja immer zerlegen, das klingt schöner, aber sei es drum. So, und im Ammo-Ship ist noch das hier. Ja, das geht sich so halbwegs aus. Konstruktor out. Packen wir das noch raus. So, Kern habe ich noch keinen gesetzt. Essen. Das war der Spaceport. Schöne Poi hat mir gefallen. Spinnenpoi, warum auch nicht? Der Loot war angemessen für den Schwierigkeitsgrad. Level 5 bis 6 Spinnen. War sehr angenehm zu laufen. Ich hatte Freude dabei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Schreibt eure Meinung dazu auch gerne in die Kommentare. Denkt an ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich werde weiterfliegen. Komm, ich zeige euch noch schnell so eine Floating Island. Die ist da gleich um die Ecke. Dann haben wir die auch noch abgefilmt. Dann ist der Planet fertig. Ich muss nochmal zurück zu der vorletzten Poi. Da habe ich vergessen, den Kern rauszuziehen. Einfach nur, damit der Dings da sauber bleibt. Die Datenbank, wo aufgelistet war, wo ich überall war und wo mein Kram rumsteht. So. Nehme ich mir schnell den kleinen hierher. Die Floating Island. Gelandet sind wir. Titan räumt auf. Die Fritsch reinlooten. Das hatte ich vielleicht vergessen zu erwähnen, dass hier Kriecher wohnen. Und dann kann man hier einfach rumrennen und die ganzen Blumen pflücken. Ob die nachwachsen, kann ich nicht sagen. Ich vermute es mal, zumindest mal im Multiplayer werden sie nachwachsen. Ich war noch nie lang genug auf so einem Planet, um das rauszufinden. Es gibt hier allerdings auch auf dem ganzen Planeten Stücker 10 vielleicht. 10, 15 von den fliegenden Inseln. 25, wir haben es gleich geschafft wieder mit Level 25. 24 sind wir gerade geworden. Blumen pflücken ist immer noch eine der effizientesten Möglichkeiten, ein Level Up zu bekommen. Sobald wir irgendwo eine Handelsstation finden, wo wir Dünger kaufen können, werden wir auch mal eins von den neuen Growplots bauen, die es hier ja gibt. Da habe ich auch schon eine ganze Weile von geredet. Leider habe ich noch keinen Dünger gefunden. So, das müsste hier eigentlich alles geändert sein. Thank you.
So, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich suche uns was Schönes raus. Bis dann, euer Zieler. Ciao, ciao.